Was ist passiert? Ich hätte euch alle fast getötet. Aber keine Sorge, ich habe euch für das Blut, das ihr verloren habt, was von meinem gegeben. Dein Blut? In uns? Birk, bitte nimm es raus! Ah, kommt schon, ich habe eure Leben gerettet. Nachdem du uns fast umgebracht hast. Ja, das tut mir leid. Du konntest deinen animalischen Instinkten einfach nicht widerstehen. Ich bin so wütend, ich... Alter, du hast dich in einen Hund verwandelt. Durch Beast Boys Blut haben wir die Fähigkeit, uns in Tiere zu verwandeln. Ich möchte mich auch in das Tier verwandeln. Ich bin ja so die Knuffige. Miau, 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 miau. Ich hab Durst. Erfrischend. Das ist voll cool. Denk dran, Titans. Wir sehen zwar aus wie Tiere, aber wir dürfen nicht dazu werden. Wie auch immer, ich will einfach nur zum Mini-Esel werden. Frühstück ist fertig. Was riecht hier so gut? Wir schlücken das früh. Nicht der Geruch. Der Geruch. Bro, schieb deinen Hintern hier rüber, damit ich was dran riechen kann. Oh ja, 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 Leute, macht mit! Ja! Mit. Ja, schnüffelt mal! Welch verführerisches Aroma, Sai! Motoröl und... Oh, ein Hauch von Fleischklops? Korrekt, Alter! Nicht schlecht. Tierisch, ich könnte den ganzen Tag an Hintern schnüffeln. Es gibt mehr als Hintern schnüffeln. Zieht euch das rein. Etwas frischen Wind in den Flügeln und Sonne auf dem Schnabel. Ich konnte vorher auch schon das Fliegen. Schon, aber konntest du auch das? Nette Karre, Bro. Ja! Da unten. Es ist die Hive. Holen wir sie uns. Yep. Es gibt nichts Besseres als Kartenspielen nach einem langen Tag des Hinternschnüffelns und Autovollkackens. So ist es. Es ist so wundervoll, das Tier zu sein und... Oh, was war das denn, Star? Draußen sah ich die Katze. Katze! Katze, 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 Katze! Katze, 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 Katze! Wow, was passiert hier mit uns? Das sind eure animalischen Triebe, yo. Freunde, ist es ungefährlich für uns, das Tierleben weiterzuführen? Absolut, ja. Wir sind Menschen. Wir unterdrücken den ganzen Tag unsere animalischen Instinkte. Und das täglich. Hey, der Mond ist aufgegangen. Au! Hey, Bug, Bug. Mr. Cookie, du bist nicht gerade nett. Jetzt komm! Schimmelfuß! Danke, ich... Grandpa! Oh. Nein, Mr. Cookie! Leg diesen räudigen, flohverseuchten Köter an die Leine, Clarence! Mr. Cookies, nein, nicht so schnell! Komm her, ich bin dein Hundekönig! Mr. Cookies, wart auf mich, ich bin Clarence, bitte! Mr. Cookies, halt! Jetzt komm her, wir müssen reden! Warum sagst du nicht, dass du nach Hause willst? Oh, kleine Jessica. Ich glaube, Mr. Cookies mag mich nicht besonders. Ich bin doch kein Hundekönig. Vielleicht kann ich ein Schildkrötenkönig sein. Ach, ich red dummes Zeug. Ich bin kein König von irgendjemand auf der Welt. Ich bin kein König von einem Tier. Ich bin nicht mal ein Prinz von irgendwas. Meine Täterchen! Mr. Cookies, kau da nicht dran! Au!
Nein! Ah! Das ist der Anschluss von Gale. Wenn ich nach dem dritten Versuch nicht abnehme, schicken Sie bitte den Notarzt. Hi, Gale. Hier ist Gale. Oh, vergiss nicht, du musst noch mehr Feuerwerk kaufen. Übrigens, diese Teeparty ist wild. Aber das wusstest du ja. Okay, wir sehen uns ein anderes Mal. Du vermisst Gale, hä? Du magst nur Gale und nicht mich. Jessica! Mr. Cookies, lass sie los! Er wird sie in Stücke reißen. Ich hab's. Ich schaue in dem Kleiderschrank nach einer Eingebung. Da habe ich den Einfall, ich wechsle die Kleidung. Sei schön brav, ich bin doch da. Oh, Mr. Cookies, ich bin's, Gale. Sei schön brav, ich bin doch da. Oh, kennst du denn Mama nicht mehr? Kleine Jessica! Alles in Ordnung, kleine Jessica? Was gibt's, Mr. Cookies? Ich schätze, ich bin der Hundekönig. Oder Gale ist die Hundekönigin. Oh, Mr. Cookies. Oh nein. Clarence, bist du okay? Na klar, dumme Frage. Ich hätte hier bleiben sollen. Nein, manchmal muss man einfach nur Frau sein. Es hätte Verletzte geben können. Machen Sie Witze? Bei einem Team wie Mr. Cookies und mir kann nichts schiefgehen. Oh, Mr. Cookies, was ist bloß in dich gefahren? Okay, tschüss, Mr. Cookies. Oh, warte mal, Clarence. Wir sehen uns ein andermal. Clarence, sind das meine Klamotten? Yep, klar sind sie das. Willkommen. Hier lebt Fred. Biete ihm einfach zwei Möglichkeiten und Fred wird die Entscheidung für dich treffen. Ich bin heute hier, um dich zu fragen, soll ich mir die Haare schneiden? Soll ich? Soll ich wirklich machen? Hey! Ratet mal, wer bald einen Bob trägt. Du musst Fred nur zwei Gegenstände vorlegen und er nimmt dir die Entscheidung ab. Hallo, Fred. Ich brauche deinen Rat. Soll ich trainieren oder soll ich graben? Du musst mir helfen. Das heißt, wir graben. Ja! Ihr könnt mir später danken, wenn wir die Dino-Augen finden. Überleg doch mal. Wäre es nicht toll, in der Stadt zu wohnen? Willst du etwa für immer in dieser Einöde bleiben? Ich weiß nicht, Stacy. Mir gefällt es hier. Wir haben ein Haus mit einem großen Garten nur für uns. Hey! Wie oft soll ich euch noch sagen, das ist kein Orakel, sondern ein Hund? Flieht! Du machst ja überhaupt nicht mit, Kelsey. Du hast gehört, was der Orakelhund gesagt hat. Heute wird gegraben. Ich kann nicht glauben, dass er sich fürs Graben entschieden hat. Das gehört nun mal zu den drei Dingen, die Hunde so machen, außer auf Sachen rumkauen und Geister sehen. Hey, Leute, ich hab was gefunden. Ein altes Kindermenü-Spielzeug. Oh, ist das ein Fluffel aus der Fluffel-Neuverfilmung vom letzten Jahr? Nein. Der ist noch von dem Originalfilm. Was? Das heißt, wir haben gerade ein antikes Relikt gefunden. Das war eine der coolsten Entscheidungen meines Lebens und ich musste sie nicht mal selbst treffen. Ja! Bald haben wir mehr Dino-Augen, als wir brauchen. Leute, ich habe gerade entschieden, dass ich nie wieder in meinem Leben eine Entscheidung treffen will. Ab jetzt bin ich ein Freddianer. Ooh.
Ich lege eine Ente. Ente. Tu nicht so, JP. Ich weiß, was du vorhast. Du bist dran, Craig. Bin gleich zurück. Hey, da bin ich wieder. Ich lege eine Ente. Endlich, das wurde auch Zeit. Ente. Ente. Ich hab deine Spielchen endgültig satt, John Paul. Du bist wieder dran, Craig. Sekunde. Nein, Craig. Da bin ich wieder. Ich lege eine Ente. Du bist dran, Cassie. Wir haben schon gelegt. JP hatte eine Gans. Craig, nun mach schon. Du hast nur noch eine Karte auf der Hand. Schon gut, schon gut, schon gut. Ich lege... Das ist doch lächerlich! Ente! Musst du wirklich jedes Mal zu diesem Hund laufen? Wenn du die ganze Zeit hin und her rennst, kommen wir doch zu überhaupt nichts mehr. Das Leben ist nun mal unvorhersehbar. Es kann immer alles passieren.